da bin ich wieder im letzten Zug aufs Midgar. Jump! So, was passiert hier? Letzter Zug aus Sektor. Einschaltung Sektor 7. Die Powerwandel ankommt. 12.23 Uhr Midgar. Ihr Affen, verpisst doch euch. Nein, Barry sagt ihm, pflanzt sich jetzt mal schön hin. Wie auch mal. Der Wind tobt draußen aber ganz schön hier. Deswegen hast du den letzten Zug. Oh Mann. So. Barry dann quatschen. Barry dann quatschen. Barrett! Hör auf mit dem kindischen Zeug. Setz dich hin und halt den Mund. Okay. Ich kann damit. Du gehst die anderen Passagiere nicht auf die Nerven. Ich hab gar nicht vorgehabt. Ja. Eines Tages wird er vielleicht berühmt. Und ich auch. Nee. Nein, das will ich haben. Herr Dalle, willst du mit mir das ansehen? Was mit mir ansehen wird? Es ist eine Karte des Schienennetzes von Midgar. Wir können uns das doch mal anschauen. Ich werde es dir erklären. Ich mag solches Zeug, Bomben und Monitore, du weißt, so abgefahrenes Zeug. Okay, es fängt gleich an. Dies ist ein exaktes Modell des der Stadt Midgar. Maßstab 1 zu 10.000. Die obere Ebene ist etwa 50 Meter über dem Boden. Im Zentrum der Ebene befindet sich der Hauptträger. Jeder Sektor verfügt über weitere Träger. Die Reaktoren. Der Reaktor 1, den wir in die Luft gejagt haben, war im Nordsektor. Wir sind 2 und 3 und alle anderen bis zur Nummer 8. Die Reaktoren versorgen mit Gamma Strom. Ich muss mal so, das wird er bestimmt wissen. Aber naja, lass uns einfach mal klären. Ihr Stadtteil hat einen eigenen Namen, aber niemand in Midgar erinnert sich daran. Stattdessen gibt es nur noch durch numerische Sektoren. Ja, so weit ist es gekommen. Puh, jetzt hier. Ciao. Das ist der Streckenplan dieses Zuges. Die Strecke führt spiralförmig um den Hauptträger rum. Wir müssen demnächst zum Zentrum kommen. In der Kontrollstelle befindet sich ein Identitätssensor. Dieser ist an die zentrale Datenbank in Shinra Hauptquartier angeschlossen und kann Identität im Hintergrund eines jeden Passagiers überprüfen. Und Hintergrund, nicht im Hintergrund. Flitzer. Er sieht uns an, dass wir verdächtig sind, dass wir haben wir gefälschte Ausweise. Wenn man von Teufel spricht, kann bedeuten, dass wir in der Ausweiskontrollbereich sind. Wenn ich da ausgehen, weiß man nie, was für Gestalten rauskommen. Egal, wo sind wir schon fast. Egal, wir sind fast oben. Was für eine Erleichterung. Barrett. Schau, du kannst jetzt die Oberfläche sehen. In dieser Stadt gibt es keine Tage und Nächte. Wenn die Platte nicht wäre, könnten wir den Himmel sehen. Eine schwimmende Stadt, ganz schön instabile Gegend. Hm? Ich nie gedacht, dass du mal sowas sagst. Du bist halt immer für eine Überraschung gut. Bei Dolle ist alles möglich. Die Welt da oben, eine Stadt auf der Platte. Auf einer Platte. Warte mal kurz. Und wegen dieser Pilze müssen die Leute hier unten drunter leiden. Und die Luft in der Stadt unten ist völlig verschmutzt. Und außerdem verbraucht der Reaktor sämtliche Energien.
Warum ziehen dann nicht alle auf die Platte? Keine Ahnung, wahrscheinlich weil sie kein Geld haben oder vielleicht weil sie ihr Land lieben, egal wie verdreckt es ist. Ich weiß, keiner lebt in den Slums, weil es will. Es ist wie dieser Zug, der kann auch immer nur dahin fahren, wo die Gleise hinführen. Ja, da haben sie wohl recht. Ist jetzt schlimm, dass ich in solchen kleinen Sequenzen mein Mikrofon nicht ausmache? Ist schlimm. Es brummt ja immer noch ein bisschen. Warum? Weil es sich einen neuen Zugangspunkt zum Brummen gesucht hat. Affiger ist der Level. Aus dem Portal. Hey, komm hier rüber. Kommt hier rüber alle. Die Mission war ein Erfolg. Ihr dürft euch aber jetzt nicht auf einen Lorbein ausruhen. Der schwierigste Teil kommt noch. Lasst euch nicht von der Explosion einschüchtern. Die nächste fällt noch viel größer aus. Wir treffen uns dann im Versteck. Weg hier! Wenn ich jetzt nicht den Text 1 zu 1 übernehme, also so vorlese, ne, dann tut es mir auch übrigens leid. Entschuldigung, hier darfst du nicht passieren. Wer der entsprechende Sondergenehmigung besitzt. War ich diesmal gut? Ich muss einen schärferen Ton anschlagen. Aber, ich... auch gut. Ach, hier der nächste Speicherpunkt. Landen. Steht da rum und pisst. Oh mein Gott. Jetzt aber! Oh. Was um Gottes Willen machst du da? Einfach rausstoßen. Herr Memmel. Hm? Du kommst auch, um es dir anzusehen. Es hat Detonationen gegeben da oben. Boah. Wenn die Säule einstürzt, bleibt von den Leuten in den Slums nichts mehr übrig. Naja, es hat keinen Sinn, sich Gedanken darüber zu machen. Hey, schau, das ist gigantisch. Wow. So auf wie so ein Turm, wie so eine Säule. Ey, so was habe ich in Minecraft gebaut. Mit so einer Wendeltreppe da. Symptom. Warum soll man... Man müsste in Minecraft mal mit gern nachbauen. Was für eine merkwürdige und schöne Ort. Gehört mir, aber du kannst herkommen, wenn du möchtest. Mach's gut. Was für eine merkwürdige und schöne... Hat er mich gerade angepisst, Alter? Hey, Donald, hier rüber ist fort. Also quasi da, links. Machen wir aber nicht, weil wir es das erst im nächsten Part machen. Wenn es wieder als Let's Play Final Fantasy 7, ich mache eine kurze Pause und wir sehen uns im nächsten Part.